willkommen zum Power Pilates. Hüftbreit sind die Füße aufgestellt, die Beine ein Stück gebeugt. Wir aktivieren Po, Bauch und Beckenbodenspannung. Da ziehen wir hier oben alles ein und lassen die Schultern erstmal entspannt nach hinten kreisen. Gut, die Schultern nach hinten ziehen, fest die Schulterblätter zusammen. Vier noch, rück, 3, 2. Jetzt öffnen wir die Arme, wir atmen ein und rund nach vorne ausatmen. Dabei bleibt die Powerhouse-Spannung fest. Wir ziehen dann immer noch mal beim Rundwerden den Bauch mehr ein und die Po-Spannung fester. Öffnen, rund, einatmen, ausatmen. 2 noch. Bleib geöffnet, zieh den Oberkörper gerade nach vorne und aufrichten. Wir heben jetzt die Arme mit dem Strecken und dann beim Vorgehen zur Seite weit. Versuchen den Oberkörper in waagerechte Position, also ganz gerade Rücken nach vorne zu bewegen. Vor und lang, komm, vor und lang, komm, vor und hoch. 4 noch. Tief, lang. Genau, jetzt machen wir den Rücken gut warm, Schultern und Arme. Und wir halten vorne, bleiben mit den Armen weit. Blick zum Boden, halte kurz. Und ziehe ab jetzt im Wechsel zum Boden. Immer entgegengesetzt, wieder in die waagerechte und wechseln. Mitte, einatmen und drehen, ausatmen. Komm, drehen und aufziehen. 4 ausatmen, einatmen. 3 noch. Komm, 2 ausatmen. Letztes Mal noch. Beide Hände gehen tief, der Oberkörper lässt los und wir entspannen jetzt auch unser Powerhouse, federn kleine runde Bewegungen nach unten noch mehr in die Tiefe. Viermal noch, 3, 2 und jetzt richten wir uns auf, wir rollen Wirbel für Wirbel zurück in den Stand. Aktivieren zunächst nochmal die Spannung in der Mitte und atmen tief ein und aus. Öffnen Fersen mit und ab. 4 lang und auf. 2 noch. So, jetzt fangen wir nochmal von Anfang an. Wir atmen ein und rund aus. Strecken rund. Tempo etwas schneller jetzt, wenn der Kreislauf mehr aktiviert, wir schneller auch noch besser warm und kommen besser in die Position und weiter hinein. Beim nächsten Mal gerade vorbeugen, öffnen, vor und lang. Genau, tief, hoch, komm, strecken, lang. 4 noch, vor, Spannung, 3, lang, 2, hoch. Wir sind vorne, wir beugen uns ein letztes Mal direkt runter jetzt. Und jetzt sind die Beine dran. Im Wechsel beugen wir die. Immer ein Bein streckt sich, das andere in leichter Beugung. Es geht darum, jetzt nochmal hier in dem gestreckten Bein richtig schön eine lange Dehnung zu spüren. Wenn man da den Körper einfach hängen lässt, dann reicht das schon für ein recht intensives Ziehen in der langen Beinrückseite. 4 noch, Wechsel, 3, 2, jawohl, rollen wir auf in den Stand, atmen nochmal lang nach oben ein, Powerhouse fest und aus, hoch, ab, lang, tief, 4 mehr noch. 3, 2 und wir stellen die Füße jetzt ein Stückchen weiter. So,
Die sind recht breit und die Fußspitzen zeigen ab jetzt nach außen. Genau. Die Hände nehmen wir zunächst mal vorne zusammen und beugen beide Beine in der Mitte tief und strecken. Zieh tief und strecken. Jawohl. Weit tief die Knie nach außen ziehen. Hoch. Geht nicht tiefer als den 90-Grad-Winkel in den Knien. Wir machen da gleich eine Übung mit dazu. Genau. Einmal beugen. So, wenn wir jetzt unten sind, drehen wir uns auf die rechte Seite. Wir sind in Beugung. Wir drehen das Bein ein. Wir drehen zurück in die Mitte und wechseln. Komm, drehen und Mitte. Genau. Drehen und Mitte. Auch der Fuß, der dann vorne ist, der dreht sich noch so ein Stückchen mit auf. Jawohl. Dreh rum. Halt den Rücken lang. Und nochmal drehen. Sehr gut. Ziehen, streck, ziehen, streck. Wenn wir jetzt in die Drehung gehen, öffnen wir die Arme. Weit. Vorne lang. Und öffnen weit. Komm. Zieh tief und tief. Letztes Mal das Drehen nach rechts und links. Mitte wechselnd auf. Wir halten jetzt in der Mitte tief. Bleiben. Bauch gut gespannt, Po gut gespannt und kleine hackende Bewegung mit den Armen hier. Merken wir auch schon ganz gut die Beine mittlerweile. Komm, noch 8, 7, 6, weiter. 4, 3. Wir strecken jetzt und neigen den Körper, atmen einen Wechsel aus. Mitte ziehen. Öffnen, lang. Beugen wir den Kopf immer mit zur jeweiligen Seite. Einatmen, aus. 4 mehr noch. Strecken. So, wir gehen wieder in die Beugung. In der Mitte tief halten. Und drehen jetzt nochmal immer jeweils. Wir ziehen weit. Und kommen in die Mitte tief. Komm, dreh auf. Mitte tief. Genau, wir ziehen nach unten und tief. 3 mal noch. Vorne wechseln. 2 mal. Tief. Letztes Mal. Beugung. Genau. Und wieder kleine hackende Bewegungen in der Mitte. Und diese schnellen kleinen Bewegungen kommen nochmal hier besonders in der Rumpfmitte, in den tiefen Muskeln. Dabei an. Komm, 4 noch, 3, 2. Wir neigen. Diesmal mit der Neigung beugen wir das entsprechende Bein. Komm, atme ein und aus. Jawohl. Wenn ihr nicht ganz so tief kommt mit der Hand, kann man sich auch an der Seite mit dem Unterarm abstützen auf dem Oberschenkel. 4 mal mehr. Ausatmen. 3, 2. So, letzte Runde. Wir gehen noch einmal in den Ausfallschritt. Wir sind jetzt erst tief in der Mitte. Und wir drehen jetzt auf die rechte Seite. Von dort kommt jetzt noch eine zweite Bewegung dazu. Wir federn kleine. 4, 3. Jetzt drücken wir uns ab auf das vordere Bein, ziehen uns lang und machen hackende Bewegung. Bleib dabei. 4, 3, 2. Wieder in den Ausfallschritt. Feder tief. Nochmal in die Länge. Komm, hoch. Arme und das hintere Bein wächst, soweit es geht, in die Länge. Das stärkt unsere Körperrückseite. Nochmal auf. Komm, tief. 4, 3, 2 und lang. Abdruck. Bleib dabei noch 8,
7. Kleine, schnelle, hackende Bewegung. 4, 3, 2, Mitte. So, kurz tief gehen. Okay, aktive Pause. Wir ruhen uns kurz mal ein bisschen aus, die Arme wenigstens. Drehen auf die andere Seite. Ziehen in die Beugung und federn. Halt die Arme. 4, 3, 2, wir drücken uns ab. Finde Balance und schnelle kleine hackende Bewegung mit den Armen. Noch einmal tief. Komm. Aufbeugen. Feder. 4, 3, 2 und Abdruck. Lang. 4 noch mehr. 3, 2, wieder öffnen. Komm. Ab. Und Abdruck jetzt. Lang. Komm. Schnelle kleine hackende Bewegung. Wir gehen jetzt zurück in die Mitte. Komm tief. Beugen. Beine bleiben in der Beugung. Atmen ruhig. Geh nach oben und machen einmal noch die Neigebewegung. Letzte Runde. Öffnen. Ziehen. Einatmen. Aus. Jawohl. Beug das linke Bein und beug das rechte Bein. 2 noch. Auf. Ziehen. Und wir lösen. So, Schultern lockern. Beine gerne kurz schließen. Wir gehen jetzt runter zum Boden und dann machen wir weiter in der Seitenlage. Sucht euch eine Seite aus. Eigentlich müsst ihr euch noch nicht komplett legen, sondern wir bleiben mal so, dass wir zwar seitlich zur Matte sind, aber auf dem unteren Bein Unterschenkel gestützt und auf diese Hand. Jawohl. Das ist nicht ganz der Seitstütz in flacher Position, sondern es wird ein bisschen vereinfacht dadurch, dass wir hier das Knie mehr unter die Hüfte bringen. Dann muss nicht der Oberkörper so stark abstützen. So, wir haben jetzt viel Platz, um mit dem Bein hier zu arbeiten. Das bewegen wir erstmal hoch und tief. Komm. Seitlich hoch ab. Bauch gespannt, Po hinten fest. Zieh, komm, 8. Raus, hoch. 4, 3, 2. Arm geht jetzt lang. Wir ziehen weit auf und zum Bein. Auf zum Bein. Atmen ein und aus. Immer jetzt das Bein direkt schon lösen. Und wenn wir den Arm zum Bein ziehen, heben wir das Knie nach vorne. Weg und ran. Genau, das heißt, mit der Hand ziehen wir eher Richtung Fuß jetzt. Ran. Strecken. Das ist schon eine Erweiterung. Wenn das zu schwierig wird, lasst ihr das Bein wieder am Boden. Macht nur die Bewegung mit dem Arm. Zweimal ran. Und jetzt strecken wir nochmal nur das Bein. Das geht tief hoch. Komm, hoch. Ziehen. Ziehen. 8-mal mehr noch. Hoch. Hoch. Seite hier, die spannt gut an. Noch 4, 3, 2. Arm über Kopf. Einatmen und aus. Lang und ziehen. Komm, 4 mehr. Strecken, ranziehen. 3, 2. Super. Dreht euch einmal frontal zur Matte. Bein bleibt hinten aufgestellt. Jetzt wechseln wir nur die Stützhand. Das Bein hinten ist lang. Und ihr wechselt jetzt die andere Hand, dreht zur Decke hoch. Und dann gehen wir tief, drehen so ein bisschen den Körper ein. Hoch aufdrehen und tief eindrehen. Jawohl. Da müsstet ihr jetzt, wenn ihr hinten das linke Bein habt, nehmt ihr den rechten Arm. Und umgekehrt. Wenn hinten das rechte Bein ist, müssen wir den linken Arm nehmen. Genau.
Einatmen und aus. Viermal hoch. Mit dem Ausatmen verdreht sich so ein bisschen der Körper und das bringt uns nochmal mehr Bauchspannung. Zweimal lang und ab. Letztes Mal. Super. So, stützt kurz auf die Unterarme und hier halten wir jetzt noch für eine letzte Übung. Ist immer noch dasselbe Bein hinten. Genau. Den Fuß stellen wir mit auf. Lösen jetzt ein Stück, heben einmal nach oben an und ziehen wieder zurück nach unten. Hoch, Abdruck, tief nach unten. Komm, lang. Bleib auf den Unterarmen. Anheben, ausatmen und einatmen. Komm hoch. Wem das zu schwierig ist, der lässt einfach das Knie am Boden und hebt nur das lange Bein. Komm, ausatmen und ein. Zweimal schaffen wir noch für die Kräftigung der Rückseite. Letztes Mal. Und jetzt machen wir eine kleine Pause, auch ganz ruhig, und setzen uns einmal zurück. Entspannt durchatmen. So, bevor wir wechseln, machen wir alle Übungen noch einmal auf dieser Seite durch. Heißt, wir fangen nochmal in dem Seitstütz an. Drei Positionen hatten wir, einmal den Seitstütz, dann haben wir uns nachher zur Matte hingedreht. Wir fangen mit dem Bein an, das Powerhouse ist fest, Bauch und Po, und heben langes Bein seitlich. Hoch, hoch, komm, ziehen, raus. Vier mehr noch, hoch, drei, zwei, das Bein hält, der Arm geht lang und ran, lang und ran. Tief einatmen, ausatmen. Komm, vier mehr. Strecken, ran, drei, zwei. Jawohl. Wir drehen direkt zum Boden und wechseln die Hand. Andere Arm hebt, einatmen und eindrehen, ausatmen. Strecken, lang und ab. Zweimal noch tief ausatmen und ein. Letztes Mal, dreh den Körper, streck dich, geh auf deine Unterarme und stell den Fuß hinten auf. Wir atmen ein und drücken uns nach hinten. Ausatmen und einatmen. Komm, weg und ab. Sehr gut. Hoch und tief. Die letzten zweimal noch. Heben und ab. Super. Pause lösen. Weit zurück. Arme entspannt. Tief durchatmen. Fein. So, jetzt haben wir die Seite hier zweimal gemacht. Einmal den ersten Durchgang intensiver, den zweiten hatten wir etwas verkürzter, und genauso machen wir jetzt die andere Seite. Wir wechseln zunächst in den Seitstütz. Das Bein hier unter der Hüfte, Hand unter der Schulter. Bildet der Körper hier eine schräge Linie mit der Powerhouse-Spannung in der Mitte. Heben wir unser Bein erst hoch, ziehen, raus, raus, hoch, tief, hoch, tief. Achtmal mehr noch, hoch, hoch, viermal seitlich.
3, 2. Wir strecken jetzt lang und ziehen direkt zusammen. Lang und ausatmen. Strecken, ran. Genau, die Arme geht über die Seite zum Fuß außen. Und jetzt kriegen wir durch das Zusammenziehen hier oben eine Spannung. Das Zusammenziehen spüren wir in der Taille. Viermal mehr noch. Ausatmen. 3. Lass dein Bein oben. 2. Ran. Und einmal ab. Noch einmal hier das Bein hoch. Eine Runde schaffen wir noch. Komm. Komm. Hoch. Hoch. Zieh. 8 mehr. Das wird schon ein bisschen anstrengend, ne? Okay, ich weiß, ihr habt auch schon Bauch, Beine, Po gemacht, aber da müssen wir jetzt durch. Wir ziehen uns lang. Komm. Ran. Einatmen. Ausatmen. Strecken. Auch hier kann man ja gerne das Bein einfach mal unten lassen. Am Boden auch. Wenn man schon da ist, dann ja gerne. Dann ist der Ehrgeiz auch so weit, dass man dann nicht irgendwas lässt, sondern alles durchzieht, ne? Einmal noch. Und wir lösen. Super. Dreht euch. Entgegengesetzte Hand. Einatmen. Die ist ja jetzt wieder ein bisschen leichter, die Übung. Streck lang. Atme ein und aus. Hierbei gut den Bauchnabel nach innen ziehen und wirklich weit durchschieben. Lang ziehen und ab. Viermal mehr. Wir gehen hoch und tauchen ein. Genau. Lang und tief. Zweimal mehr noch. Tief ziehen. Letztes Mal. So, auf die Unterarme. Abgestützt, die Fußspitze hinten aufgestellt. Einatmen und aus. Drück dich hoch. Ein, tief, aus, drück dich ab. Genau, das spannt den Po, besonders vom dem hebenden Bein. Komm, viermal. Hoch und ab. 3 davon. Ausatmen. Und ein. Zieh dich weg. Letztes Mal geht es noch hoch und komm tief. Löse kurz. Wir übertragen unser Po-Gewicht, die Körper Mitte nach hinten und lassen die Arme vorne. Tief durchatmen. So, jetzt haben wir noch mal ein bisschen Energie für die letzte Runde. Gehen wir noch mal in den Seitstütz zu Beginn. Stärkung für Taille und Oberschenkel, Außenseite mit dem Po. Wenn ihr soweit seid, hebt ihr das obere Bein noch einmal klein hoch, hoch. Ziehen, ziehen. Letzten 4 hoch, 3, 2 und lang strecken. Einatmen, ausatmen. Weit und ran. Zieh weg und ran. 3-mal. 2. Letztes Mal. Sehr gut. Und wir halten jetzt nochmal wechseln. Die Seite, die Hände ab. Bein hält. Und jetzt geht's tief mit der Ausatmung. Einatmung, streck dich lang. Tief. Bauchspannung. Und lang ziehen. Vier mehr noch, tief und strecken, ausatmen, zieh dich rund und lang.
Letztes Mal. Unterarmstütz, die Hände kriegen eine Entlastung. Fuß stellen wir auf, wir atmen ein und drücken uns ab. Hoch und tief einatmen. Hoch, aus und tief atme ein. Vier noch, wegdrücken. Dreimal hoch. Und das letzte Mal. Und ab. Wunderbar. Setzt euch zurück. Lasst die Arme noch einmal kurz vorne. Tief durchatmen. So, für unsere letzte Übung für den Bauch gehen wir jetzt nochmal in einen Schwebesitz. Heißt, die Beine werden direkt vorne gelöst, die Füße, wir halten die einmal hier an den Sprunggelenken, Schienbeinen, versuchen den Schwebesitz direkt hier zu finden, zu halten. Bauch gespannt, Rücken zieht sich in die Länge, die Schulter nach unten. So, jetzt darfst du dich ein Bein wieder ein bisschen tiefer beugen, das andere fassen wir mit beiden Händen. Ihr hättet jetzt notfalls den runtergezogenen Fuß als Stütze, wenn es zu stark wackelt. Jetzt geht das andere Bein in die Länge und ab. Tempo. Zieh hoch und ab. Hoch und ab. Genau. Brauchen wir ganz viel Spannung in der Rumpfmuskulatur. Rücken hinten, der stärkt uns die Bauchmuskulatur. Und jetzt kommt auch noch die Dehnung dazu fürs Bein. Viermal mehr. Hoch. Wie bitte? Es knirscht im Knie. Das hört man jetzt gerade so gut, ne? Und einmal lösen. Wir halten wieder. Komm, zieht nochmal den Rücken lang, auch wenn das jetzt schon ein bisschen schwerer fällt. Wir wechseln das Bein und ziehen Tempo. Lang und ab. Hoch und ab. Dann war halt eben das Knirschknie und jetzt das Nicht-Knirschknie. Also ich muss ja sagen, meine knirschen auch immer, aber jetzt war nett, ausnahmsweise. Zweimal noch. Mitte und noch einmal halten beide. Komm, halt die Unterschenkel in der Waagerechten. Bleib einen kurzen Moment noch hier. Vier. Drei. Jetzt lösen wir die Hände, wir ziehen uns kurz vor und auf. Ziehen und auf. Atmen aus und ein. Das kann man auch leichter machen, indem die Beine stehen bleiben und man nur den Oberkörper nimmt. Das geht einfacher. Wer geübter ist, der nimmt die Beine mit. Ausatmen, ein. Viermal. Komm ran, weg, drei, zwei und auflösen. Okay. So, entspannt die Hüfte ein bisschen. Füße aneinander, Knie locker an der Seite, im Wechsel runterziehen. Gerade diese Schwebesitzübung oder auch diese Bauchübung, bei denen die Beine gehalten werden, in der Rückenlage oder im Sitz, das geht sehr stark auf den Hüftbeuger. Da empfiehlt es auch wirklich immer entsprechend genügend Dehnungen zu machen, dass der nicht völlig verspannt. Bleiben wir so, dass wir den Rücken nochmal lang ziehen, Kopf hin und her bewegen. Viermal. Vorne kreist unser Kopf entlang. Langsam vorne.
Wir lösen die Füße. Ziehen nochmal lang mit der Einatmung uns auf und mit der Ausatmung Richtung Füße vor rund. Halte kurz. Einmal noch lang einatmen. Streck dich weiter und nach vorne ausatmen. Du gehst Wirbel für Wirbel aufrecht nach oben. Lässt die Schulter nach hinten kreisen. So, meine Lieben, damit haben wir es geschafft. Jetzt habe ich euch ganz schön nochmal gefordert hier am Boden. Ne? Ich bin aber auch gut ins Schwitzen gekommen. Haben wir gut gemacht. Dankeschön.